Hey ho Leute, ich bin's PureLifeIP, euer Auftragsgamer und willkommen zurück zur Dead Space. Und wir spielen auch gleich mal weiter, und zwar sind wir stehen geblieben hier beim Speicherpunkt. Ich weiß Ich weiß aber nicht, wo wir hier sind. Und hier ist wieder die Kiste, weil ich hatte ja gespeichert und das nicht aufgehoben, aber... Ah genau, mit M und E auf jeden Fall kann ich... Oh... Oh, da gibt's ganz schön viel zu machen. Giftkapsel 1, Giftkapsel 2, 3, 4 und 5. Ja, machen wir erstmal Nummer 1. Weil die ist am nächsten dran. Nein! Nicht nochmal ändern. Perfekt. Und da gehen wir auch gleich mal hin. So, ich hoffe, wir werden nicht auf viele Monster treffen. So. Letztes Mal hatten wir ja diese giftfetten Labberdinger. Oh. Hier ist ganz bestimmt so ein Teil, was so wieder rumreiert. Isaac, mach uns wieder ganz. Oh Gott. Wo ist denn das fette Ding, was so rumspuckt? Ah. Versteck dich doch nicht. Perfekt. Geht weg. Stirb. Oh, jetzt stirbt, Alter. Ich habe keine Lust hier auf Probleme. Q drücken. Oh, nee. Ich glaube, ich werde sterben, Leute. Ich glaube, ich werde sterben, Leute. Q drücken. Fahr weg. Fahr weg. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt, Herr. Oh, verreckt die hässlichen Teile, ey. Ja, die ziehen immer mehr Leben weg, ey. Desto höher, desto... Ach Gott, auf Expertenmodus wäre ich wahrscheinlich gestorben. Auf jeden Fall. Können wir hier nicht weiter? Nee. Anbaukammer. Ost. Ja, da können wir was anbauen. When you know what I mean. Okay, jetzt geht's weiter. Und zwar müssen wir den nächsten umbringen. Oh, jetzt geht's da weiter weg. Ich will da nur weg. Ich hoffe, ich habe gar nichts übersehen jetzt. Ich hoffe echt, ich habe nichts übersehen. Weil ich übersehe gerne was und das wisst ihr. Na los, mach auf. Mach auf. So. Hier haben wir ja schon alles umgebracht, was auf uns zugekommen ist. Haben wir ja letztes Mal schon alles geregelt hier mit denen. Haben ja ziemlich Probleme gemacht. So. Hallo. Schwerkraft. Meine Lieblingsding. Dinger, Dingsmuster. Oh, haben wir wieder für einen Flammenwerfer was? Hier haben wir Stase. Brauche ich gar nicht. Mal. Eintritt Schwerelosigkeit. Zack. Ich guck mal nach. So, nach hier müssen wir und dann haben wir hier nur das Stase-Modul. Jetzt muss ich mal wieder nachgucken, wie das war. Nee. C, F. Oh doch, das war. Nee, das war. War das nicht F? Doch, doch, das ist F. Das war auf jeden Fall F. Warum sind die so Stacheln? Die machen mir Angst. Muss ich das von unten vielleicht betätigen? Wenn ich das von unten betätige, dann kommen die Stacheln ganz schön auf mich runter gemützelt. Ah. Oh Gott. Oh nee, Baby. Baby, verreck. Irgendwo war noch eins. Ah nee, das ist tot. Da, ich sehe dich. Oh Gott.
In deinen Hintern! Was laber ich? In deinen Hintern. In deinen Hintern. Hoho, weggenackt. So, ich hoffe, im Hintergrund hört man die Geräusche nicht. Was haben wir da? Ich zieh's mal an mich ran. Und jetzt rein da. Zack. So, hier auf dem Boot. Oh, da haben wir wieder sowas. Und es werden immer mehr Stachel. Das gefällt mir nicht. Was sind denn das für Stacheln hier? Wo ist denn das jetzt? Da. Na los, will da nichts rauskommen? Hey! Lol? Ich konnte gerade gar nichts anspringen? Hä? Ich muss da doch irgendwie rein. Ah. Und da höre ich auch wieder was. Irgendwo ist was. Wo bist du? Wo bist du, mein Kumpel? Da bist du. Ruhig, Baby. Ruhig. Ruhig, Blut. Mein Freund. So. Gleich mal Munition aufheben. Und weiter geht's. Und zwar jetzt hört es auf mit der Schwerelosigkeit, aber das ist ja kein Problem. So. Ich dachte schon, wir können wieder nicht ranspringen. Ach, endlich. Extreme Hitze. Achtung. Extreme Hitze mag ich. Jetzt heißt es. Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Oh, da lag was. Plasma-Cutter-Energie. Oh, und hier ist auf jeden Fall viel. Was ist das denn? Audio-Log. War das ziemlich laut hier? Hallo? Hallo, Security. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Und tot. Naja, egal. Kann ich da eigentlich rein? Ich glaube nicht. Nee, das ist zu. Okay, schade. Müssen wir nach oben gehen. Ich glaube, ich mache heute diesen Part ein wenig länger. Was? Wir müssen runter? Ah, ich glaube, wir müssen da durch. Ja. Ich habe richtig gedacht. Oh Gott. Da tust du hier erstmal kaputt hauen. Hat man das nicht mit Ed kaputt gehauen? Naja. Erstmal gucken. Ah. Oh. Okay. Hammer geil, los geht's. Mach auf! Ah, okay, das ist kaputt hier. Scheinbar. Oder auch nicht. Okay, irgendwas bewegt sich hier. Oh, du bist durchgekommen. Du bist durchgekommen. Er stirbt von seinem eigenen Teil. Das finde ich ja immer witzig. Okay. Auf jeden Fall machen wir jetzt das da kaputt. Ah, warum brennst du denn nicht? Aber ey, ich hab grad gebrannt. Nein, renn! Verreck! Oh. Hey, cool, ich hab grad gebrannt und bin nicht gestorben. Das ist ja mal cool. Ich habe ja fast kein Leben dabei verloren. So, aber jetzt schnell zurück zum Speicherpunkt, damit ich... Oh, muss ich jetzt da lang? Ja, jetzt muss ich noch da lang. Aber erstmal da rein, auf jeden Fall, da gibt es ganz bestimmt was Interessantes.
Was haben wir hier noch? Munition, überall nur Munition. Es ist aber gut, entweder verkaufe ich die oder behalte die. Und hier drinnen haben wir nichts. Medipack. Oh, ein Energieknoten. Ah, ein Energieknoten, das Beste, was es im Spiel gibt. So. Klauen wir auch gleich mal. Die brauchen das eh nicht mehr hier auf dem Schiff, glaube ich. Ich komme mal auf die Map, ob es hier irgendwo einen Speicherpunkt gibt. Das sieht ja ziemlich kacke aus. So, wir fahren auf jeden Fall jetzt runter. Gehen da vorbei an einem Speicherpunkt. Ja, es gibt's einen. Allerdings nur ein paar hunderte Meter weit weg. So, mit Fahrstuhl erstmal runterfahren. Weg hier. Das ist mir viel zu laut. Da singt jemand, hört ihr das? Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. Hoho, ho. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwas Großes ist hier. Ach so, ja, okay, aber das ist nicht 10 Kilo breit. Oh nein, das lässt ja diese hässlichen kleinen Viecher los. Hatte ich voll vergessen. Die ich am meisten mag. So, kill ich gleich mit dem Baby noch. Oh, irgendjemand muss mir sagen, wie ich diese kleinen Viecher am besten loswerde. Ich glaube mit einem Flammenwerfer. Ja, mit einem Flammenwerfer geht das echt. Scheiße. Mann, du kleines, hässliches Ding, jetzt verreckt, Und du fetter auch. So, zu dir, Baby, komme ich jetzt. So, jetzt stirbt doch mal alle. Reicht doch. Was wollt ihr noch alles? Ich will hier nur weg, schnell. Ist hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Ich will doch nur speichern. Boah, die Map ist so 3D, dass ich fast gar nicht klarkomme. So. Nach da. Also heute überziehe ich echt mal sehr doll. Ah. Da ist etwas ganz Großes unterwegs. So, Nimble. Schnellfeuerkanone. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir haben. Oh, da unten sieht es gar nicht gemütlich aus. Ah nee, das ist ja hier wieder. Ja, das ist ganz okay. So, bis hierhin können wir. Zack, das war ganz easy. Bis hierhin ging es auch noch ganz einfach. Ich hoffe, im nächsten Raum wird nichts sein. In dem Spiel muss man ja immer mit einem Schrecken leben. Oh, hier gibt es einen Speicherpunkt. Wusste ich noch nicht mal. Oh, und wir können speichern, Leute. Sehr schön. Ich bin's, Pure Life LP, euer Auftragsgamer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann gebt doch mal einen... Wenn er euch gefallen hat... Was habe ich geredet? Wenn er euch gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann kommentiert, was ich besser machen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und vielleicht schaut ihr auch mal bei meinem Kanal vorbei. Tschüss, ne?